Tja, die Sache in Rotterdam zwingt uns ja nun von vorne anzufangen. Böse Sache, Spitzner. Was wollen Sie jetzt machen? Zunächst mal versuche ich rauszukriegen, was für ein Bursche dahinter steckt. Das heißt, wer dahinter steckt, weiß ich ja. Ich weiß nur nicht, wie er aussieht. Der Greifer. Sagt Ihnen das was? Sagen Sie mal, du Mac, Sie kennen ihn doch gut, könnte man sagen. Tut er das etwa alles nur wegen des Geldes? Oder warum? Wissen Sie, er hat jahrzehntelang die gefährlichsten Tiere der Welt gejagt. Und eines Tages sagt er mal so ganz beiläufig zu mir, wissen Sie, du Mac, das einzige interessante Raubtier, was sich zu jagen lohnt, ist der Mensch. Er ist unberechenbar, bösartig und feige. Der Greifer ist der typische Kopfjäger, nur eben in unserer Zeit. Er wird dafür genauso bezahlt, als würde er irgendwas anderes machen, nur eben etwas besser. Er ist ein Außenseiter, der sich über die Trägheit des Polizeiapparates hinwegsetzt, obwohl er für ihn arbeitet. Alles, was er macht, ist legal, aber seine Erfolgsquote ist hundertprozentig und in jedem Fall tödlich. Nicht wieder rausschmeißen. Das ist also nun die Ernte von 6 Monaten. 1,2 Millionen investiert. Und über 8 Millionen rausgeholt. Das nennt man rationell. So muss es im Leben sein. Und nie anders. Das können wir ja wohl ruhig machen. Das Geld gehört schließlich uns. Für unseren Geheimfonds? So ist es. Wir sind jetzt niemandem mehr über unsere Finanzen Rechenschaft schuldig. Ich mag keine Nüsse. Ab sofort kann ich also mit Ihnen direkt Verträge schließen. Was sagt die Organisation? Lassen sich das die hohen Herren gefallen? Sie müssen, mon ami. Ihnen bleibt ja nichts.